Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fortress Craft Evolved. So, ich bin jetzt mal hier in dieser Etage und scheinbar scheint das ja hier irgendwie noch zu langsam zu gehen mit den Erzen. Da werde ich mir jetzt auch was einfallen lassen und zwar werde ich wie folgt vorgehen. Passt mal auf. Ich baue mir jetzt erstmal nur Hilfen. Das sind nur Hilfen, die reiße ich gleich wieder ab. Keine Sorge. So, die reiße ich gleich wieder ab. Jetzt sagen wir ganz einfach, passt mal auf, das Fließband ist ja jetzt noch nicht wirklich so voll. Ob der jetzt letztendlich dann wirklich mehr abgibt. Er nach rechts, nach da und einen setzen wir da drauf. So, dann das gleiche machen wir hier, einmal nach da und noch einen dahin und dann auch wieder da drauf. So, und schon haben wir unser System nochmal verbessert. Oh, der kriegt schon wieder einen Angriff rein. Ihr seht es. Ich habe jetzt mal auch eine richtige Alarmanlage gemacht, damit ich das auch höre überall. So, also unser Hopper gibt jetzt nochmal schneller ab und ihr seht, das Fließband füllt sich jetzt mit einem immer. Und jetzt kriege ich auch die Erze von unten schneller hoch, hoffe ich zumindest. Schauen wir uns das mal oben an. Also das passt hier soweit, die Verteilung hier. Man hätte jetzt auch noch andere Hopper hier hinsetzen können, aber tja. Die Frage ist auch, ob man jetzt drei Reihen nach oben macht, aber das wäre, weiß ich nicht, irgendwie übertrieben. Lass mal den mal runterkommen hier. So, fahren wir mal hoch. In die Dunkelheit. Hinein. So, und dann schauen wir uns hier oben an, ob das Band jetzt letztendlich voller ist. Und es ist voller, ihr seht. Also auf jedem Stück, was frei ist, ist jetzt ein Block, ne? Das heißt, wir kriegen die Erze jetzt noch schneller nach oben, sogar so schnell, dass es hier oben stockt. Also der kriegt jetzt die Erze sogar nicht mehr verarbeitet. Da müssen wir uns das einfallen lassen, dass wir die Erze jetzt verarbeitet bekommen. Wir schauen mal, hier gibt es eigentlich immer einen Stau, ne? Der dürfte da nicht sein, der Stau. Aber ich kann jetzt hier keine 6 Bänder machen, dass sie direkt in die Öfen gehen, oder? Wäre das vielleicht noch sinniger? Bisher ist es doch jetzt okay, so wie es ist, oder? Was meint ihr? Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das jetzt so bis jetzt einigermaßen perfekt findet. Aber ihr seht, hier steht es. Und ich weiß nicht, warum es hier steht jetzt. Hier kommt auf jeden Fall jetzt verdammt viel Dingens hoch. Nicht nur Lithium, sondern auch Eisen. Aber das brauchen wir ja auch. Ja, er dreht sich da noch ein Wolf. Er dreht sich da noch ein Wolf. Wobei ich es ja schon versetzt habe da, aber... Also ganz ideal ist es noch nicht, muss ich ganz klar sagen. So, dann können wir mal eben in unserer Forschung schauen. Hier, das müssen wir wieder mitnehmen. Hier ist alles voll, seht ihr das? Ach, die ganzen schönen Barren. Hier ist alles voll. Also die vorderen werden alle voll sein. Und guck mal, wie viel Barren ich hier habe. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Barren. Also wenn ich das hier sehe, 5K Zinn haben wir, 2K Lithium. Nur kein Eisen, kein Gold und kein gar nichts. Ja. Boah, jetzt bin ich beinahe hier wieder runtergefallen. Das klappt ja eigentlich soweit ganz gut. Die Frage ist jetzt, sollen wir hingehen? Wir können, pass mal auf, wir machen nochmal einen Trick 17. Ich habe da noch ein Turntable bestimmt, oder? Habe ich doch bestimmt noch ein Turntable. Da habe ich ein Turntable. So, sagen wir einmal nach oben, einmal nach unten, einmal nach oben, einmal nach unten. Dann füllen wir das andere Band auch nochmal, dass die gleichmäßig dann sozusagen befüllt werden. Jetzt haben wir natürlich hier eine Sekunde drin, aber... Ja gut, okay, da wollen wir jetzt nicht uns drüber streiten. Und jetzt müssten unten beide eigentlich... mit der Zeit gleich voll sein, weil der hier oben das nicht verballert kriegt, ne? So, das heißt also mit anderen Worten, der da, warum schießt der denn da unten jetzt nicht weiter? Ja, die blocken sich gegenseitig, seht ihr das? Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich das noch anders machen könnte. Oder ob wir wirklich jetzt einfach zwei Spuren nehmen. Wir haben 5 Brenner, das heißt, wenn jeder 2, ja, da hätten wir eigentlich... eine Straße für 2 immer, dann hätten wir noch eine Brennstraße gebraucht, aber das mit dem Drehen, das ist alles schön und gut, aber ich glaube, die drehen sich da selbst im Wege.
Solange der nicht nach unten fährt, ist mir das egal. Aber ich kann jetzt auch hier nochmal hingehen und kann sagen, so, wir brauchen jetzt mal eben Nickel. Zack, 100, 100, 100, 100. Und da hinten nochmal 99. Seht ihr das? So schnell geht das. Also ideal ist es nicht, ganz klar, muss ich euch sagen. Das gefällt mir nicht mit den 1000-mal Drehen. Ich glaube, dieses Drehen hätte man vorher machen sollen. Und ich glaube, wir perfektionieren das nochmal in den nächsten Folgen. Und zwar werden wir dahinter alles aufreißen und werden dann nur noch... Jedes Band geht einzeln zu einem Ofen und das lassen wir dann vorher irgendwo befüllt werden, ne? Weil die stehen sich jetzt hier echt im Wege. Normalerweise irgendwann schickt er mal hier nach oben hin. Da müssen wir mal drauf achten, ob er das tut. So, der wollte nach oben schicken. Und das kann es nicht sein. Jetzt hat er nach oben geschickt. Der soll aber nach unten schicken, ne? Weil das Ding ist ja hier frei. Ihr seht, ich kann hier 29 reinpacken. Und der soll nicht nach oben schicken. Da müssen wir schauen, wie wir das lösen, das Problem. Also das ist alles andere als ideal im Moment. Und ja... Das Problem ist nur, wenn ich sage, okay, ich ziehe jetzt ein Band auf eine Brennstraße, wird die Brennstraße ganz schnell knallevoll sein. Ne? Also dann muss man die wirklich immer ganz, ganz schnell befüllen. Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. So, Nickel, Nickel, Nickel. So, dann haben wir Nickel schon wieder fast weg. Dann Gold könnten wir mal ein bisschen gebrauchen. Auch wieder befüllen. Also das gefällt mir noch gar nicht hier. Oder wir machen einfach eine Anreicherungsstraße, das heißt, beziehungsweise Anlieferungsstraße, einen Wareneingang sozusagen, wo die ganzen Ärzte kommen, bauen hier zigtausend Hopper auf und die werden dann wieder rausgeschossen in die Brennstraße rein. Das könnte man dann so ein System sozusagen ungefähr bauen, nachbauen, wie es hier vorne ist. Aber das, ob das sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Irgendwann muss man ja auch mal den ganzen Mist verbrauchen. Und derzeit komme ich ja nicht dazu, den ganzen Mist zu verbrauchen. Aber für mich ist erstmal wichtig, dass unten die ganzen Erze, die hochgeschossen werden, auch verarbeitet werden können. Und das werden die im Moment. Und unsere Straßen sind jetzt also nicht überfüllt, und aber auch nicht leer. Schauen wir mal schnell hier in unsere Forschung rein. 29, das passt also eigentlich alles. Geht auf 180 hoch. Sehr schön. Natürlich arbeiten die jetzt wie die Irren. Da müssen wir uns hier mit diesem System auch noch was einfallen lassen, dass hier letztendlich mal mehr Energie hinkommt. Das nehmen wir auch irgendwann im Angriff. Aber meine Brennstraße, ich bin ja davon überzeugt, dass sie funktioniert, aber nicht so. Ja, und das müssen wir ändern. Gut. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Das ist die Sache. Schreibt mal eure Ideen in den Kommentaren. Ihr seht, also man kann die hier übereinander machen. Ich könnte jetzt hier noch eine Linie ziehen, ja, dass wir die Erze nochmal vielleicht teilen oder so. Dass man auf drei Straßen arbeitet. Denn, also all das ist machbar. Ihr habt gesehen, wir haben hier, können wir hochfahren. Ne? Also es gibt jetzt hier so Brücken, die man dann noch bauen kann, dass das über das eine drüber geht und so weiter und so fort. Alles möglich. Aber das hier, ehrlich gesagt, ich kann hier stundenlang stehen und überlegen, das gefällt mir nicht. Wie ändere ich dieses Problem? Das ist eine Sache. Wie ändere ich das? Ich meine, ein so ein Drehding für zwei Öfen wäre ja okay. Dann bräuchten wir eins, zwei, ja zwei eigentlich nur, zwei Turntables, ne? Die dann immer die Öfen befüllen und einen separaten. Wie gesagt, knalle ich die ganzen Erze jetzt hier auf einer Linie, wird er ziemlich schnell zum Stocken kommen, die Fahrt oder die Produktion. Deswegen, wir lassen es einfach für einen Moment so. Shit happens. Oh, hier stimmt gerade was nicht. Warum nicht? Wieso kommen jetzt hier nicht so viele Erze hoch mehr? Was ist hier los? Da muss ich mal runter gucken gehen.
Und wir sollten noch langsam mal gucken, dass wir uns hier irgendwie abfedern. Ja, ich habe Angst, dass ich unten aufklatsche. Da liegt schon eine Leiche von mir. So, hier kommen jetzt wenig Erze an. Warum? Was ist hier, dass hier so wenig Erze ankommen? Hier steht aber eigentlich alles. Ich hänge hier fest, ich hänge fest. Warum hänge ich hier fest? Machen wir das mal weg eben. Er gibt nicht weiter irgendwie. Beziehungsweise er gibt nicht schnell genug hoch. Das können wir doch aber auch überlisten, oder? Das können wir mit Sicherheit überlisten. Das System passt mal auf. Testen wir doch mal. Altbewährtes, ne? So, da kommt's hoch. Zack, und einmal... Ne, ich will da dran. So, nein. So. Seht ihr, dann kommt das dann nämlich auch schneller hoch. Und das gleiche machen wir nämlich hier einfach. Zack. Und schon geht die Luzi ab da oben. So hoch brauchen wir eigentlich gar nicht. Können wir nämlich direkt hier oben schon zack dran setzen. Wie das eine da. Zack. Seht ihr ja. Und schon haben wir das Problem wieder gefixt hier, dass wenig Erze reinkommen. So schnell kommen Erze nach oben. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ihr seht, jetzt geht es wieder schneller. Wir können es oben nochmal gegenchecken. Aber ihr könnt mir glauben und trauen, das ist alles aus Meisterhand deutsche Ingenieurskunst, ne? Oder wie sagt man das schön? Nein, auf jeden Fall sollten wir jetzt erstmal nicht runterfallen. So, halt, nicht so weit fliegen. Jetzt sind die Bänder auch wieder schneller und voller. Und ja, es passt wieder, es läuft wieder alles. Das wollte ich gezeigt haben, wie man so schnell ein Problem fixen kann. Hier draußen liegt wieder jede Menge Loot rum. Hier war wohl wieder ein dicker Angriff, den ich wieder verpasst habe. Ja, solange hier nichts Episches liegt, ist mir das eigentlich Latte. Aber hier liegt nichts Episches. Leider Gottes. Deswegen machen wir einfach an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Teil wieder dabei seid, wenn wir weiter ausklügeln, was das beste System ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.